Einen wunderschönen guten Miteinander. Heute ist Wandertag und mit diesem Mann und mit diesem Mann geht es heute los nach Tharandt. Das Wetter wird unter Umständen sehr wild. Scharfe Granate. Danke gleichfalls. Ja, es ist früh am Morgen und zwar 10:30 ungefähr. Das ist meine Ausrüstung. Taktisches Bier ist am Start, Regenponcho, Dings, falls hier das Gewitter kickt, Kekse und Trockenfleisch in meiner Verpflegung, weil ich habe nichts anderes. Junge, damit können wir dich heute unjungfern. Alter, ja, die Beschneidung wird stattfinden. Link zum Fund Angels Messer, was natürlich dabei ist, in der Beschreibung. Gleich unter dem Link zu der 8i-Mode, die ist natürlich auch am Start. Das sind meine Wanderschuhe, ja, das wird auf jeden Fall ein guter Tag. Ihr seht schon, die Motivation ist hoch. Und ja, wie sieht's bei euch aus? Alter, sogar mit echter Tüte. Alle echte Tüte. Ja, der Schender ist leider arbeiten. Und sonst hat sich auch keiner bereit erklärt. Aber was soll's. Heute wird durchgezogen. Wie lang ist die Wanderung? Sehr lang. Nur 3 bisschen. 17 Kilometer entspann dich. 17 Kilometer? Ja, das sind 3 Stunden, wenn du vernünftig läufst. Du Otto. Wo ist eigentlich der Rest von dir? Aber ich finde es gut, dass du den Schänder ersetzt, was die Hose angeht. Ja, also spielst du Hallenfußball? Nee, aber das sind die bequemsten. Schuhe, die er hat. Apropos Fußball. Ja? Wann? Das frage ich mich auch. Ich kann erst ab Freitag wieder. Lass die doch erstmal einen Weisheitszahnzähne und dann können wir nochmal darüber reden. Ich habe keine Weisheitszähne, weil ich keine Weisheit habe. Es ist Mittwoch um 11 Uhr und allerhöchste Zeit fürs erste Bier heute. Oh ja, wir haben zwar den Zug verpasst, aber der nächste kommt zum Glück immer. Ah, das schmeckt. Das ist ja jetzt schon warm innerhalb von wenigen Minuten. Oh, du hättest etwas daran ändern können. Indem ich die Umwelt geschützt hätte, ja, in meiner Kindheit? Weniger Kohle verbrennen, Brudi. Weniger T-Shirts tragen. Warum säufst du eigentlich nicht? Warum ich das rauche, also. Wegen deinem Glauben? Vielleicht wegen meinem Glauben. Oder vielleicht auch, weil du mir nie ein Bier angeboten hast. Alter, ein Shiba Inu. Du bist ich verschwitzt. Pfand. Oh. Du bist sehr verschwitzt. Ja, das auch. Du bist doch sehr sexy. Fuck you. Ausstieg links. Scam. Was ist eigentlich dein Geheimnis? Das würde ich so gerne wissen. Das ist mein Geheimnis. Dein Geheimnis ist 20 Minuten auf dem Zugklo zu scheißen? Ja, das tat gut. Mein Daumen ist leer. Die Kamera kannst du auch mal wieder sauber machen. Oh, wie das lustig ist, gut. Wir sind jetzt in Tharandt. Ich hoffe, du hast uns was Schönes rausgesucht. Bin sehr gespannt. Ja. Boah, geht eigentlich. Das ist ein entspannter. Das ist ein entspannter für den Hüllen. Gut, ich habe eh, dass er wieder in Form kommt. Der Mann ist in bester Form, Alter. Nur leider verliert er immer mehr Gewicht. Leider spielst du langsam. Moin. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Huuuun! Ja, Mädel. Ich grüße Sie, geliebter Onkel. Ja, aber sehr gern. Können Sie bitte irgendwas Schönes erzählen? Ich habe nichts Schönes erzählt. Mein Leben ist hässlich. Ja, das geht uns allen so. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Danke gleichfalls. So, den habe ich erworben an Gedenken an den Schänder. Also er ist nicht tot. Leider. Aber ja. Das trinkst du wenigstens so hin mit scharfer Granate? Alter, wirklich. Nee, es wird Zeit, dass mit echten Männern gewandert wird. Das ist ja, das hältst du ja einfach nie aus.
Wie kann man denn nüchtern wandern, Alter? Ihr habt da einfach... Nee. Was ist denn das? Jetzt gibt's schon Essen. Es geht noch nicht mal los. Alter. Wo ist dein fucking Bier? Wo ist dein Suftgetränk? Du quatsch und trinkst einfach nicht. Also trinkst. Der Mann hat zwar die richtige Einstellung, aber er säuft nicht. Oder wolltest du gerade eine Zugfahrt entfernen? Alter, harte Ansagen. Also diese Wanderung beginnt wirklich sehr, sehr steil. Das ist ja Wahnsinn. Vor allem lange Hosen bei dieser Temperatur. Es sind gleich 30 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Bist du schon statt mit deinen ganzen Viecher an meinen Beinen? Ah, gut. Dass der Gamel gegen die Viecher ist, wundert, glaube ich, keinen. Mahlzeit. Ja, Sergeant, ich hab's in die Wade! So, ich Zeit für die erste Pause. Es ist so schwül und warm. Und der Schänder, der alles ein bisschen ausbremst, mit seinem Thymian und seinem Pfeffi fehlt. Es ist wirklich hart. Ich verwiss ihn irgendwie. Ja, das. Ich will mal ein Bier raus. Also. Da helfe ich doch gerne. Danke, dass du mich am Leben hältst. Alter. Sarge ist ein Ungeheuer. Sarge ist ein Tier. Es geht wieder runter, Alter. Ja, pass mal auf. Das ist immer, es geht. Wird entspannt, es geht runter. Und dann wird es aber nur schlimmer. Das Einzige, was runtergeht, ist mein Blutdruck und meine Zeugungsfähigkeit. Ja. Puh. Gehweg zur Johanneshöhe. Johannesbeerschnaps. Ja. Diese Momente, wo ich mir einfach hoffe, dass ich einfach meinen Fuß umknickt und der Tag für mich gelaufen ist. Und der Weg mich dann zurück in die Zone bringt. Nicht nur die wahre Zone. Die erste Zone, das Real Life Leben ist. Krank. Du musst arbeiten, du musst schlitzen. Also wenn ich so sehe, dass das unsere Alternative zu dem Weg jetzt gewesen wäre, dann denke ich mir nur so, seibt. Ich bin so verschwitzt, das ist nicht mehr normal. Sind wir schon da? Ja, noch lange nicht. Nix, Piss und Stammbäume. Ich wichs, wichs und wichse. Auf keine Stammbäume. Warum bist du so nass? Ich schwitze. Haben wir heute eigentlich schon mal? Ja. So, das ist wirklich ein sehr ehrenwerter Wanderweg. Hier hatten wir Verpflegung. Das Gute ist, man kann in der Natur grundsätzlich alles essen, was man findet. Weil es ist einfach nie falsch, dass es gratis ist. Also im Prinzip, wenn ihr nur mal sicher gehen wollt, was Pilze, Früchte oder ähnliches angeht, wenn es nichts kostet, kann man es essen. Hm. Ah, geil. Wer bringt den hier hin? Also hier ist wirklich nichts, absolut gar nichts. Einen Stuhl und lässt ihn dann hier. Das ist wirklich... Mama, nicht so schnell, du Schwein! Oh, dieser Mann, der bringt mich noch zum Herztod, Alter. Der Schweiß. Der Schweiß. Der Schweiß. Tarant! Ja. Auf jeden Fall entspannt hier. Alter. Ich habe mein Bier einen Abhang runtergeworfen, als ich meinen Schuh ausschütten musste. Bin sehr wütend. Der Kalb! Hähnchenbrust geschnitzelt ist mit Reis, 8,90 Euro. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist die Welt noch rund. Alter. Puh. Gibst du bitte mal das neue Bier raus?
Fuck you. Oh, ja. Vielen Frederik Seibt. Alter, danke. Das ist der Treibstoff, der mich am Leben hält. Ich bin stark dehydriert. Und Bier ist die beste Rehydration. Wann haben Sie das letzte Mal etwas Gutem gerochen? Alter Junge, Junge, das wollt ihr gar nicht wissen. Shoutout an die wunderschöne Artenvielfalt im Lavendel. Alter! Ey, warum stören Sie denn hier die Ruhe und die Natur? Warum sind die Menschen so grausam? Warum sind sie so böse? Warum sind sie so grausam? Die Schadenfreude ist unendlich groß. Ich muss sagen, es ist äußerst anstrengend. Das soll ja auch anstrengend sein. Es ist ja langweilig, wenn wir können ja genauso gut durch die Stadt tingeln, wenn es nur darum geht zu saufen. Es soll ja auch ein bisschen anstrengend sein. Das machen wir am Wochenende. Der Schweiß fließt. Ja, guck mal dein Gesicht an, Rudi. Die Tropfen überall. Die Glatze. Oh, die Glatze trieft. Ja, ich schwitze nicht weit. So soll es sein. Ekelhafte Luft vom Wärme, aber auch. Wirklich? Amel? Wenn wir. Du kommst schon zum Wandern mit. Der Sinn vom Wandern ist ein bisschen körperliche Ertüchtigung, ein bisschen was sehen. Die gehen danach zum All Can Eat, Alter. Wir müssen das wieder ausgleichen. Alter, da fehlt eine Menge. Sehr gut, dass der Mann die Kalorien direkt wieder reinstopft, die verbrannt werden. Alter, ich schmelze wirklich, das ist krank. Wie gesagt, Leute, immer genug trinken bei sowas. Das ist übrigens ein fachkundiger und mit einem medizinischen Diplom ausgezeichneter Rat sportlicher und medizinischer Natur, auf den man sich verlassen darf, kann und sollte. Einfach nur im Kreis laufen kann ich an der Elbe genauso gut. So siehst du raus. Endlich ist es soweit. Die erste Pause. Man sieht eindeutig, mit wem die Eltern nie wandern waren. Der größte Fehler, den du bei der Wanderung machst. Das stimmt ja gar nicht. Dich hinzusetzen. Ja, dass du. Ist dir ja sowieso alles egal, ist, du wanderst auch in den Schlappen. Das ich habe schwerwiegende Probleme. Je mehr du Pause machst, desto anstrengender wird es. Ach, der quatscht, der quatscht nur Scheiße. Nein, 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 der hat. Desto schwerer es wird, desto besser hast du. Ach, guck den Vogel doch an, Alter. Ist das erstmal was gegessen? Das ist ja krank hier. Nee, wirklich so ein Scharlatan, hier sollte man auf jeden Fall nie trauen. Fängt auch an zu regnen. Geil, na endlich. Geil, endlich. Abkühlung ohne Mist. Hält ja kein Mensch aus. Fuck, gut. So. Kohlenhydrate im Maul des Mannes. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal Keks zu wechseln zu spielen. Wie das, Jan? Alter, wenn Tatschen trifft, würde ich auch den Keks hätten. Wie bitte? Wie bitte? Na, Alter. Das ist ein stabiler Lümmel. Separatorenfleisch. Wie ist es mir an, Alter? Leona hast. Fleischwurst gut. Nur Fleisch macht Fleisch. Nur Fleisch macht Sinn. Und es stinkt. Deine Mutter. Du bist doch selber voller Schweiß, also. In der Tat. Aber er hat eine Glatze, die so schön glänzt. Den ich tropfe. X-Hamster kauft 24.de. Kock.
Sahne. Trockenfleisch hilft übrigens auch gegen Dehydrierung. Bier soll helfen gegen Dehydrierung. Ja, ja. Ach nee, Moment, ist auch Wasser. Ist doch zu 95% Wasser. Wisst ihr, was wirklich schön ist, daran arbeitslos zu sein? Also es gibt natürlich sehr viele Dinge. Aber was das Wandern angeht, werktags, wohlgemerkt nicht freitags oder feiertags, vormittags anzufangen zu wandern, ist so geil, weil wir sind noch nicht einer Person begegnet. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Wobei, dem begegne ich immer wieder. Fick dich, aber sonst ist es überhaupt gar nicht schön, was du immer laberst. Was ist denn daran so schlimm? Alles. Du hast es wirklich schwer. An dieser Stelle geht ein Shoutout raus an Uwe Kubikmeter. Junge. Gießkannerig-Sipp. Sind die Zähne auch geputzt. Also dieser gute Mann und ich kamen gerade zu dem Entschluss, zu wenig Flüssigkeit mitzuhaben. Und es ist äußerst feucht und heiß. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch feuchter und heißer. Wir müssen in den Forstbotanischen Garten, damit wir nicht hier vorne auf der Hauptstraße langlaufen müssen. Gehen wir jetzt hier, ja, können wir uns ein bisschen was angucken. In eine grobe Richtung. Da müssen wir. Ui. Mit dir erlebt man ja so richtig was. Ja, ein bisschen Bildung und so. Kostenlos? Ne? Nice. Man sollte trotzdem grundsätzlich die staatlichen Finanzierungen für derartige Projekte kürzen. Oder vielleicht ganz streichen. Ja, da brauchst du dich hochbrunnen. Ja, darf ich da hoch? Wenn ich darf, dann mach ich's. Uiuiui. Wilder Ausblick. Ach Mann, wenn wir uns jetzt hier küssen würden, das wäre so romantisch. Das ist ganz cool hier. Ja? Aber ich schätze dich auf keinen Fall. Da würde ich gerne noch auf. Hier irgendwo soll auch ein See sein. Ein See? Kann man da baden? Nee, das nicht, aber. Das ist sowieso in die Richtung. Hey, ich frage nicht, ob man darf, sondern ob man kann. Fuck you. Das ist ein Lohn als Reiseleiter. Die eine Dose habe ich übrigens leider eingebüßt. Ja, ich frage gar nicht erst. Ich war noch halb voll. Warum? Wenn ich verblödet bin. Sehr Junge, du bist klatschnass. Ja, klar. Alter. Junge, es ist widerlich. Oh. Junge. Botanik Hass. Empfindliche Straucharten. Seltene heimische Tierarten, Junge. Ich gebe diesen keine Chance. Jetzt sollten wir auch noch zusätzlich weitere. Ja, guck, es stinkt wirklich. Es würden hier Leichen verwesen. Na gut, wenn ich was entsorgen müsste, würde ich es auch hier machen. Alter. Rhododendron. Südliche Appalachen. Alter, bist du ein stolzer Stammes-Homo? Ich kann nicht mehr. Ja. Jetzt mal ehrlich, wie viel Prozent der Reise haben wir denn? Wollen wir jetzt mal nachgucken? Ja, bitte. Kannst du das bitte sagen, während du denn auf die Papiere bist? Also zurückgelegt? Ich würde schätzen 6,2. Zurückgelegt 3,98 Kilometer. Was? Verbleiben 13,5. Nee, Alter, das schaffe ich nicht. Was ist denn? Der spinnt doch irgendwie, oder? Das schaffe ich wirklich nicht. Nee, das ist fies. Ich bin jetzt schon halbwegs tot, also. Digga, Alter, ich kann hier noch 13 Kilometer laufen, ich bin am Ende. Also real talk, der Schänder mit seinem Pfeffikonsum wäre schon umgekippt bei dieser Feuchtigkeit. Schade, dass der bei den besten Dingern nicht dabei ist, Alter. Wieso? Alter, was? 3,9? Das waren doch nie 3,9. Ja, ich glaube doch, aber...
Ich werde jetzt dieses empfindliche Ökosystem hier zerstören. In Schachtelhalmen kann man sich übrigens berauschen. Wovon ich natürlich tunlichst abraten würde. Was für ein wunderschöner Ort. Das ist wirklich einfach nur wundervoll. Und die Kamera weg. Ich bin so nass. Alter Junge. Achso, ja gut, hier kann man wirklich nicht baden. Das verstehe ich in Sargent auch. Aber hier kann man... Junge, ein Libellarik Zip. Das ist wirklich ein schöner Ort. Ich so freue mich, wenn der Meer einfach mein Handy fallen lässt. Ich würde mich so freuen, wenn wir da hinten romantisch kuscheln. Ja, wir beide kriegen unsere Wünsche nicht erfüllt. Arme Maria. Der Mammutbaum wurde entdeckt, der ist um einiges weniger massiv, als ich dachte, aber sehr hoch. Haben wir die Axt mit? Nein. Ja gut, also wir sind jetzt an dieser Brücke hier. Dann ist es Zeit, jemanden zu gedenken, den wir alle sehr vermissen. Ein Mann, der immer dazu in der Lage war, die Wanderung um locker 35% zu verlangsamen. 35% bis 75%. Ja, das. Und an dieser Stelle, Sergeant, Sie bitte mal das Gerät halten. Also nur hoch mehr. Nein, jetzt nicht meinen Phallus, sondern das hier. Ja, seitlich bitte, ja. Vielen Malat. Herr Singh, können Sie bitte mal den Fetti rausgeben? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, so ein starkes Team um mich herum zu haben. Geistiger Mumpitz. Dass das Display ausgeht, ist normal. Hey. Ja gut, Enrico, auf dich. Pfeffi-Pause! Weißt du, was mich ganz wild macht? Dass dieser Tomatenfleck von gestern Abend immer noch verdammt kommt. Das ist kein Tomatenfleck, deine Oma hatte gestern ihre Tage. Danke, Hans Albers, dass du mir Kraft gegeben auf dem Weg hier hoch. Ja, was du machst, ist übrigens sehr ungesund. Was? Meinst du viel trinken, oder? Ja, du trinkst zu viel Wasser. Es sieht mir. Ich schwitze wie Sau. Mir geht's nicht gut. So, bitte mal das Gerät halten. Ich trinke ja schon, Mann. Nee, unten an der Seite. Ja, genau da. Das ist mein Jamal. Die Rocky Mountains. Fuck you, die Cocky Cunts. mir geht's wirklich nicht sonderlich gut. Und ja, ich trinke ja schon was. Warte mal, das dauert immer einen Moment hier. Mein Gott. Scharfe Granate, Bruder. Du sagst, es hilft. Viel trinken, ja. Meine Mutter hat immer gesagt. Ich hab nie mehr. Ich hab sonst nur noch Wasser. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock zu duschen. Eine Wampe wird nicht gezeigt. Ey, also das ist mal real talk, wie weit ist das noch? Kann ich nicht mehr. Ja, wir haben erst 1 Kilometer geschafft. 5,26 geschafft. Was? 11,1 verbleiben. Nee, verpiss dich.
Es werden keine 11. Ich umgehe sehr, sehr viel Zickzack. Ich habe nicht mehr insgesamt 11. Nicht insgesamt 11. Rico, du fehlst mir. Was dir fehlt, ist ein wenig Ausdauer. Halt dein Maul, oder was dir fehlt, ist ein bisschen Suff, du. Nüchtern wandern ist was für absolute. Fuck you, Alter. So Zeit für den Insel hier, Alter. Ich kann auch gerne unterlassen mit dem Wandern. Lutsch meine Nisse. Fuck you, Bitch. Der Mann hat keine Ahnung, Alter. Das hat nichts mit Ausdauer zu tun. Wenn man nüchtern wandert, dann kann ich 30 Kilometer laufen, aber das ist ja dann keine richtige Wanderung. Ah, schau dir den Seibt. Oh nee, das ist. Ja, du. Ich dachte erst, hä, warum willst du das? Ja, ich hab das Lied gezeigt. Komm. Fuck you. Fuck you. Hau mich doch um, wenn du es willst. Hier ist jetzt die Stage. Ich hab dich hier runter. Bitch, fuck you. Nicht, dass du danach rumholst und nicht mehr kannst. Ja, ja, das sagen alle, die Angst haben zu verlieren. Hey! Mit Schlagen, ohne Schlagen, ohne Treten. Ohne Anurinieren. Bis einer weint. Bis einer weint. So, so. Geistlos. Komm ran. Ja, das die weibischen Schläge, Alter. Komm ran. Ja, los. Die zwei Männer, nur eine Klippe. Au. Der abkürzende Mann. Der nicht abkürzende Mann. Ich sagte, der abkürzende. Ach so. Patrick? Mhm. Naja, kommst du öfter hierher? Es ist wirklich ein sehr schöner Ort, muss ich sagen. Tharandt kann man echt mal machen. Oh, das klang nicht gut. Ich habe alle verloren, aber ich werde die schon wieder finden. Alter, für nächste Woche ist auch nochmal ein Wandertag geplant. Enrico, Alter. Enrico, du bist das stärkste Glied in der Kette und du fehlst. Weil immer der Mann, der am meisten säuft, ist das stärkste Glied und hat auch das längste Glied. Also heute habe ich halt das längste Glied, aber ein langes Glied, das ist halt auch schwer. Das muss man hinter sich herzerren und das macht ihn halt langsam. Alter. Oh, wie es scheint, hat der Jamal auch ein sehr langes Glied. Entspricht das der Wahrheit? Ich habe ein sehr kleines Glied. Das ist natürlich schade. Würde es trotzdem gerne kosten. Klein, aber fein. Brudi, du weißt. Sergeant! Ja? Wie sieht's bei dir aus? Womit? Und mit deinem Glied. Winzig klein. Oh nee, ach Mann. Junge. Oh nee, ist der Klatschnass. Junge, Alter. Ich hoffe, die Wanderung hat bald ein Ende. Ich auch. Ja, wir sind doch schon wieder da. Ich bin in den Bräuner. Diabetes, du miese Sau, wann kommst du mal mit wandern? Ja, ich hab nur am Wochenende Zeit. Okay. Ja, ich brauche da massiv Zucker, wenn ich laufe. Weil ich verbrenne ja so viel Kalorien. Ich hoffe, du verbrennst. Das hoffe ich auch.
geht's dir eigentlich so nach dieser Wanderung, die massiv gekürzt wurde? Natürlich, die Waden weh. Aber es war stabil. Es war stabil. Also bist du bereit für nächsten Donnerstag? Auf keinen Fall. Zusammenfassung der heutigen Tour. Aktiv in Bewegung waren wir 1 Stunde und 30 Minuten. Das stimmt nicht. Nein, ey, wir waren seit 10 Uhr noch etwas. Wie wir in Bewegung waren und nicht Pause gemacht haben oder auf irgendjemanden gewartet haben. Deine App ist Schwachsinn. 7,13 Kilometer, das haut hin. Und 4,7 km/h. 62 Höhenmeter. Ich muss gerade mal tief scheißen. Das ist ganz, ganz traurig. Haben wir heute eigentlich schon mal einen richtig schönen Broiler genossen. Übrigens hasse ich RB-Züge, Alter. Diese Menschen, aua, ist das heiß. Und diese Platzmangel, das ist einfach... Nee, das ist wirklich nicht schön. Wir zum Saarstuhl rübergehen, da ist... Fick dich. Ja, komm ran, Alter. Huhn. Mmh. Oh ja. Oh ja. Es war mir eine Freude. Bis bald. Wirklich. Wir sind in der Zone. Rudi. So, jetzt geht's eine Runde schwimmen. Alter, war das krass. Bei dieser Hitze und dieser Feuchtigkeit ist Wandern einfach fünfmal schwerer als sonst. Bis zum nächsten Mal.